ich mit euch machen möchte, ist vibrieren, schütteln. Das ist anstrengend, aber du bekommst ein Gefühl dafür, wie es ist, den ganzen Körper mal vibrieren zu lassen. Und im Nachhinein wirst du feststellen, dass dein ganzer Körper weiter schwingt, weiter vibriert. Okay. Dafür beginnen wir langsam mit einer Hand, um dieses Gefühl zu bekommen, wirklich locker zu sein, die Hand, den Arm, den ganzen Arm. Wir machen das Ganze, ich mache das Ganze mit euch exemplarisch. Du kannst dich dafür länger dran aufhalten, beide Arme, um dieses Gefühl zu bekommen, wirklich locker zu sein, wirklich locker zu sein, wirklich locker zu sein. Nimmst du einen Fuß, ein Bein dazu, du stehst auf dem einen, du machst es so lange auf dem Bein, wie es angenehm ist, außer du hast wirklich ein gutes Gleichgewichtsgefühl, dann kannst du relativ schnell auch mal wechseln, das andere Bein, den anderen Fuß, wirklich die Arme, vielleicht die Arme auch nach oben, die Arme zur Seite, die Arme so, als wenn du fliegst, nach vorne, nach hinten, beide Beine hin und her wechseln und dann nimmst du auch das Gesäß dazu, die Oberschenkel, indem du vibrierst, den Rücken, wo die Arme dranhängen, den Kopf. Du wirst feststellen, dass das Ganze wirklich mit der Zeit schweißtreibend ist. Wirklich das, was dir einfällt. Es geht nicht darum, mich nachzumachen. Es geht darum, einfach dieses Gefühl dafür zu bekommen, wirklich locker zu sein. Du kannst tief atmen dabei. Nach hinten, nach vorne, nach oben, nach unten, zur Seite. Die Schippen. Mach das Ganze circa am Anfang vielleicht eine Minute, vielleicht dann 5, 10 Minuten. Du wirst schon merken, wie das dann ist. Und dann bleibst du einfach stehen in einer neutralen Haltung. Du kannst die Arme hängen lassen. Du kannst aber auch in Kontakt zur Mitte gehen. Dafür legst du als Frau die rechte auf dein Schambein und die linke da drauf. Und als Mann die linke und die rechte drauf. Lässt deine Knie locker, schließt die Arme und erlebst dich einfach nur wahr. Nimmst dich einfach mal wahr. Mach das ruhig ein bisschen länger. Für so ein Video ist es jetzt nicht so der, es ist ja nicht ein Mitmachvideo, sondern einfach nur eine Initiation dafür, das zu tun. Viel Spaß dabei!